Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Alter, was habe ich mit meinen Pokémon? Mario Kart 8. Milotic-Lachs. Oder so. Ja. Im letzten Part haben wir den DLC Cup. Im ersten DLC Cup im Spiegelhubraum gemacht. Und heute machen wir mit Melinda. Jetzt im nächsten DLC Cup. Oh, ich nehme Auto, mit den Autos komme ich eh besser frisch als mit diesen. So. Und zwar machen wir jetzt den Triforce Cut. Den Triforce Cut. Wer kennt ihn nicht? Ja. Schreibt mal in die Kommentare Hashtag Triforce Cut. Den mag jeder, den Triforce Cut. Varius Goldmine von der Wii. Einer meiner Lieblingsstrecken von MK8 Deluxe. So, tut mir leid, aber mir ist die Brille runtergefallen. Allein schon die Musik ist großartig, Leute. Oh Mann, bin ich scheiße. Das ist ja schon nicht mehr auf Facepalm-Niveau. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Abkürzung schwerer zu nutzen ist. Geil. So. Wenn wir sehen, wie ich auf der Strecke bin. Eigentlich war für heute Splatoon geplant, nebenbei. Aber das zweite Level im Story-Modus, das hat mich so zum Kotzen gebracht. Zweimal gestorben. Einmal wegen Steuerungsfehler. Einmal, weil ich nicht an seinen Schufen rangekommen bin, da sehe ich lieber Mario Kart aufnehmen, anstatt euch 5 Parts zu zeigen, wie ich im zweiten Level rumhocke. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, Leute. Alter, mal wieder mit der Green Shell getroffen. Alter, Melinda, warum driftest du nicht? Warum benutzt du... Alter! Das will die Tante nicht driften und damit sie nicht die Item einsetzen. Danke. Wenigstens noch zwei gewonnen, ey. Alter, das Spiel mag mich wohl, wenn ich spiele in meinen Lieblingsstrecken Erster werden. Da bin ich immer Zweiter. Das war in der Endzeit Rainbow Road so, das war auf Yoshis Piste so. Und natürlich darf das auch so sein in Varius Goldmine. So, SNS Rainbow Road. Die ist leicht. Die ist handelbar. Nur dass ich in der Scheiße bin.
So, jetzt hätte ich gerne einen Pilz. Okay, das ist kein Pilz, das ist eine Münze. Aber wie hat die auf... Ja, genau. Das Biss ist dann auf die Strecke, ist schön kurz. Alter. So, Tinkpilz ball dich mal. Wie, genau. Wie jetzt. Toleriere nicht, Kind zu verlieren. Boah, der hat mich, die Rachel hat mich vom Abflug gerettet. Komm, Pilz jetzt, Pilz. Münze, Münze ist kein Pilz. Nein, wir, du hast doch, nein, gut. Danke, liebes Spiel. Das Spiel hat Erbarmen mit mir. Und ich habe bei Luigi zum Thron gestoßen für das Rennen. Nice. Alter. Die Rainbow Road ist cool. Nur mit der Musik hat man sie verkackt. Cooler Kreispacko. Die Strecke ist easy. Müsste. Außer einer schönen Grafik bietet die, glaube ich, sogar nichts. Ich meine, es gibt bessere Eisstrecken, wie zum Beispiel der, wie heißt die Strecke nochmal auf Deutsch? Baron Alpin, genau. Das ist nämlich richtig, das ist eine coole Strecke. Hat eine gute Musik und die bietet auch was. Auch wenn ich kein Fan von der Strecken bin, die Baron Alpin ist. Ja, und hier ist die Musik natürlich auch gut. Die Musik ist ja auch generell gut in MK8. Und wenn sie es in MK8 ist, dann ist sie es in MK8 Deluxe. Sowieso. Was? So, wie ihr seht, gibt es nichts Besonderes auf der... Ja, genau. Ich einfach mal eine halbe Stunde da vom Ziel gewartet habe. Alter, krass, ich da aufgeholt habe mit nur einem Pilz. Mit drei Pilzen, mein. Der Pilz hat einen Ohrenverlierer verdient. Genauso wie die Speed-Taste auf dem Emulator. Alter, warum geht Melinda? Really? Nimm dies, Baby Daisy. So. So, die Musik ist natürlich gut. Ich habe einen Bob-Om. Für den Fall der Fälle, dass doch Valvici was machen will.
Hier, nimm den Waluigi. Oder Baby Daisy. Damit ich mit einem großen Abstand gewinne sogar. Ich würde sagen Gold. Goldpokal wäre mir sicher. Leider bin ich letzter. Oder hat eine richtig miese Platzierung. Aber normalerweise müsste der Goldpokal in der Tasche sein. Noch die Hyrule Pizza. Pizza, genau. Die Hyrule Pizza. Die Hyrule Piste. Alter, ich hätte so gern mal Bock, ein Zelda-Let's Play zu starten auf meinem Kanal, aber das ist immer noch mit zu was. Läuft noch soweit auf jeden Fall nicht. Ich bin kein Fan von dem Spiel. Außerdem ganz ehrlich, ich hätte es sogar fast gestartet, wäre zu dem Zeitpunkt nicht ein Problem gewesen mit meinem PC. Ich finde es auch richtig cool, dass die Piranha-Pflanzen durch die Guaranas ersetzt wurden. Was? Und dass die Mücken durch Rubine getauscht wurden. Wisst ihr, was richtig schnell gewesen wäre in der Animal Crossing-Strecke? Hätte man die Pilze durch, zum Beispiel die Pilze durch, hätte man die Pilze zum Beispiel durch rote, durch Äpfel oder so ersetzt oder je nach Jahreszeit eine andere Frucht und der Goldpilz halt durch die 1A-Version davon. Das wäre auch richtig cool geworden, würde ich sagen. Oh genau, jetzt aktiviert sich diese Abkürzung, ey.